Ey, Robin! Franz? Ah, guck mal, Leute, Robins Fenster ist auf. Mal schauen, ob er da ist. Robin, bist du da? Ja, Franz, ich hab grad wieder einen Renderfehler. Was? Oh, filmst du die Scheiße? Ja, na klar. Ist es wieder so weit? Muss ich jetzt wieder, oder was? Ja, let's go! Ich wohne ganz arm, ich hab kein Geld. Ich bin's, Robin Nostravimo. Robin Nostravimo, hörst du? Ich glaube, da liegt ein bisschen Lunge auf dem Boden. Los, wir gehen mal los. Ich bin doch dieser Aktionskünstler. Wir machen jetzt mal eine Aktionskunst. Wussten Sie schon, dass ich mal in Japan war? Ich war mal in Japan. Waren Sie auch schon mal in Japan? Ich war schon mal in Japan. Okay. So, Franz, du weißt doch, Winter ist meine Lieblingsjahreszeit, oder? Winter und ich, ey, wir sind so richtig auf Du miteinander. Wir sind schon zwei Beiden. Stefan Raab! Alter! Boah, die ist gerade jetzt zerruppt hier. Boah, hier, da ist ein Stück Arsch. Jetzt hast du mir den Shot versaut. Wie hast du jetzt ein Messer? Lag hier rum. Ja, willkommen bei Brennpunkt Internet. Soll ich euch mal einen Witz erzählen? Genozid. Jetzt ist es aber soweit. Jetzt machen wir mal so einen Prank. Aufmerksamkeit. Sich totfahren lassen, Prank. Oh nee, warte, da mach ich nicht. Ist gut? Hast du drauf? Ja, noch lebst du, warte. Ey, ich war schon mal in Japan. Bald kommt Merch. Ist in der Röhre. Frauen! Du warst jetzt einfach nur sexistisch. Ja, eben. Ich laufe seit 3 Tagen mit einem steifen Penis durch die Stadt und weiß einfach nicht, wohin damit. Das war aber nicht Nostradamus, die Frau, das war David. Schön. Dem, wo ich habe Karriere zerstört gemacht. Ja. Guck mal, Franz, meine Zielgruppe. Es macht keinen Sinn, denn die sind alle über 18. Ich mache sehr reifen Content. Hast du es gerade gesehen? Das war gerade Voicey-Bot, Alter. Dürfen wir euch filmen? Okay. Wir sind ja bei der Arbeit. Ach so, ah. Jetzt können wir nicht was rausklappen. Wir werden zensiert, Schnauze halten, sagen sie. Guck mal, Franz, eine Aktionskunst. Das stinkt nach Scheiße. Das ist lustig, weil ich nicht riechen kann. Ich muss jetzt noch mal lachen wie so ein abgestochener Esel. Nee, ich dachte, wir machen Nostradamus in Real Life. Die blöden Schweine sollen noch nicht raffen, dass das schon wieder ein Ankündigungsvideo ist. Achso. Wenn ich schreibe Ankündigungsvideo, dann sagen die wieder, Ankündigungsvideo, das mag ich nicht. Ich will nicht Ankündigung, ich will Content. So, da hab ich keinen Bock drauf. Scheiß Voicey. Jetzt ich war schon mal in Japan. Okay, ich zeig heute mal, wie ich wirklich bin. Und zwar auch mal. Auch mal keine Rolle spielen. Ja, ja. Ja. Klar ist Krebs scheiße, aber bei manchen Leuten denkt man sich, ne? So, Franz, mir wird kalt, ich brauche einen Prank. Hast du gesehen? Die waren völlig perplex. Voll eine Reaktion bekommen. Wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, ne, dann vergesst nicht schön auf die Glocke drücken und ein Like da lassen und abonnieren. Ah ne, das sage ich ja immer nicht, weil ich kein nerviger Dreckshurensohn bin. Gebt mir euer Geld auf Patreon. Das ist ganz. Gebt mir mal euer Geld auf Patreon. Gebt mir mal euer Geld. Hast du es gefangen? Fuck, Alter. Oh, scheiße, ich hab nicht gefilmt. Nochmal. Echt? Ja. Ich war schon mal in Japan. Oh, Franz, welch eine gute Überleitung. Mein Schuh ist nämlich kaputt wegen Skateboardfahren.
Und ihr habt es vielleicht schon mitgekriegt, also die ein oder andere relevante Information war es, die ich euch übermitteln wollte. Zum einen Skateboard-Videos, auch ein bisschen alte, kommen hier auf dem Kanal, weil ich will das hier so ein bisschen mit reinballern. Auch alte, auch wenn ihr sie schon gesehen habt, klickt doch mal drauf, ne? Die Klicks, das schmeckt. Das, und ich bin im Dezember ganz viel live, drei Tage die Woche, Hammer, hier steht's jetzt. So, reicht auch. Ihr kommt vorbei und ganz viele neue Videos und bla bla, unterstützt mich auf Patreon, kennt die ganze Scheiße und so weiter und so fort, bla bla. Das kommt mir schon irgendwie bekannt vor. Ich glaube, wir haben dieselbe Ankündigung schon mal vor 2 Jahren gemacht. Was? Teppich fliegen, das ist logisch, hochprozentig ökologisch.